Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Fallout 3. In der letzten Folge haben wir mit Moriarty geredet. Der dachte, er könnte uns irgendwie übers Ohr hauen und er weiß jetzt noch nicht, dass es der letzte Fehler war, den er bis jetzt gemacht hat. Moment, was? Es war auf jeden Fall sein letzter Fehler. Naja, er könnte in der Zeit noch mehr Fehler machen, aber das war sein größter Fehler. Auf jeden Fall werden wir ihn früher oder später töten. Aber jetzt reden wir erstmal hier mit Walter. Hallo Walter. Ja, was denn? Wie was denn? Ich hab Hallo gesagt. Brauchst du Hilfe? Ich weiß, das ist eine komische Frage, aber ich kann nur so und so viele Fragen stellen. Ich habe hier so ein Dialogmenü, das verstehst du nicht. Also, kann ich dir irgendwie helfen? Nun, alle wissen, dass die alte Wasseraufbereitungsanlage bald den Geist aufgibt. Ich bin der Einzige in der Stadt, der das Ding in Gang halten kann. Ich verbringe so viel Zeit in der Anlage, dass ich mich nicht um die Lecks kümmern kann, die die Rohre in der Stadt ständig bekommen. Nun, ich erwarte von Fremden nicht viel, aber falls sie sich gut genug auskennen, können sie diese Lecks suchen und ausbessern. Na klar, mach ich. Wie viele Lecks gibt's? Dem Druck in der Anlage nach zu urteilen, würde ich sagen, dass es in der Stadt insgesamt 3 Lecks gibt. Überprüfen Sie die Rohre und die Ventile. Die Lecks sind unter Umständen schwer zu finden. Und das kannst du anhand des Drucks ablesen. Und was ist, wenn es ein sehr großes Leck ist, zum Beispiel? Außerdem ist eins von den Lecks direkt beim Eingang der Stadt. Ist dir das noch nie aufgefallen? Na, wenn du den ganzen Tag in der Anlage bist oder hier draußen rauchst oder mit Fremden redest. Ich merk's mir. Ich hoffe, sie können mir helfen. Wenn die Leute wüssten, wie übel es hier oben aussieht, nicht auszudenken. Vielleicht würden sie dann mal irgendwie Geld spenden oder sowas. Was weiß denn ich? Ich schaue es mir an. So, wieder an die Arbeit. Genau. So sieht's aus. So, wo wollte ich eigentlich hin? Wasseraufbereitungsanlage. Nö. Ich habe mich verlaufen. Ich gebe es zu. Hallo? Ich kenne mich nicht mehr aus. Noch nie habe ich mich hier in dieser Stadt zurechtgefunden. Ich finde, Vegaton ist so ein abgefucktes Labyrinth. Alter. Dass ich mir die ganze Zeit nur denke, Alter, ist das abgefuckt. Ist wirklich so. Nee, ohne Witz, ich kenne mich. Ich komme nicht klar mit der Architektur dieser Stadt. Dieses Vertikale einfach. Ah, hier ist der Saloon. Wenn hier... Ah, ich verstehe schon. Da müssen wir jetzt außen rum gehen. Irgendwie... Okay, Moment. Whoop. Okay. Und auf dem Weg können wir gleich nach Leck suchen. Ist hier zufällig ein Leck? Ich sehe keins. Ob wir die überhaupt reparieren können, ist noch eine andere Frage. Also, hier ist die verschlossene Tür. Ich glaube, wir speichern jetzt hier mal. Weil das ist die wahre Superkraft, die ein Hauptcharakter in Rollenspielen hat. Die Macht des Speicherns. Im Grunde können wir quasi die Realität beliebig beeinflussen oder zumindest Zeitreisen machen oder sowas. Schlossen wir mal das Knack hier. Ich weiß, ja. Och, guck. Das ist ja mal leicht. Ich bin gespannt, wo wir jetzt genau einbrechen. Okay. Oh. Ja, mach schon, du Schrottteil. Jeden Tag derselbe Mist. Gob, ich sagte doch, dass es nicht das Radio ist. Der Empfang des Radiosenders der Enklave ist okay. Aber das Signal von Galaxy News ist schlecht. Jetzt. Ich knack hier mal kurz den Schrank. Moriartys Kennwort. Funktionier. Nun mach schon. Funktionier. Und jetzt können wir den Terminal mal benutzen. Sehr gut. Dann belauschen wir die noch ein bisschen und hauen dann ab. Ansässige. Schauen wir mal. Jericho. Was hat er denn für Informationen über die Leute? Jericho war ein schlimmer Junge. Ich weiß alles über ihn und Jenny Stahl. Wollte die Alte wohl im Laufe seiner Knarre... Ach so, den Lauf seiner Knarre kosten lassen, während sie sich wehrte und schrie. Glück für ihn, dass seine Knarre nicht losging. Sonst hätte er sich ein Scheißärger mit den Stahlclan eingehandelt. Der Kerl läuft durch Megaton, als hätte er einen Kaiser samt Krone verschluckt. Sobald er versucht, diese Scheiße mit mir abzuziehen, wird die Öffentlichkeit von dem Jenny-Zwischenfall erfahren.
Leostahl. Vertrauen niemals einem Chunky. Das habe ich im Umgang mit diesem Kerl gelernt. Stimmt eigentlich, wir sollten doch mit dem reden, ob wir den nicht die Quest vom Arzt, aber das ist anscheinend gar keine richtige Quest, oder? Naja, ist egal. Wo sind wir? Spaziert hier rein mit der Nase so hoch oben, dass ich sie fast von der Decke kratzen musste und baggert Nova an. Das gute Mädchen prügelt ihn dumm und dämlich. Nachdem er sich weigerte zu zahlen, ist ja klar. Bla bla bla, ich verstehe schon, Chunky und so weiter. An Andy Stahl. Dieser Kerl ist ganz ein linker Hund. Öffnet doch glatt eine Kneipe in meiner Stadt. Was für ein Idiot. Ich schwöre, er führt was im Schilde. Muss mir das überlegen, um sein Geschäft kleinen Dämpfer zu bla bla bla. Okay, der will den sabotieren, weil er Konkurrenz ist. Billy Kierl. Billy halt. Dieser unersättliche Nuka-Cola-Säufer. Ja, in seinem Haus waren überall leere Flaschen. Super cool. Zeigt überall seine kleine Tochter Maggie herum und führt sich als stolzer Vater auf. Bla 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 bla. Ich wette, dass der alte Billy Haggis filtern höchstpersönlich diesen Schrottladen. Ich behalte ihn lieber im Auge. Egal. Und Doc Church, schauen wir noch kurz rein, aber interessiert mich eigentlich nicht wirklich, was der über die Leute hier aufschreibt. Typ überhaupt, bla bla, Gott und die Welt rennt, bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Aber ich glaube, ich werde mir diesen kleinen Wert, dieses kleine wertvolle Detail für später aufheben. Okay, warte, dieses kleine wertvolle Detail muss ich doch nochmal kurz aus dem Text rauslesen. Wenn die Leute nur wüssten, dass er früher Arzt bei den Sklavenhändlern in Paradise Falls war. Okay, aber andererseits brauchen auch, vielleicht war halt, ich meine, Arzt oder so, der hilft halt Leuten, wenn sie krank sind. Besucher, Mr. Burke. Aha. Erfüllt optional, erfüllt mit Colin über Papa sprechen. So können wir die Mission also auch lösen, ohne dass wir ihm Geld geben. Sehr gut. Dieser Kerl ist ein Spinner erster Klasse. Eines schönen Tages, als ich gerade den Tresen wischte, tauchte. Das ist ganz echt, oder dass das ein Tee ist. Aber gut, taucht, so ist es, der Wichser aus dem Nichts auf. Ich hörte nicht mal, wie die Tür aufging. Er erzählt mir was von einer großartigen Möglichkeit und einem Kerl, auf den er hier warten müsste. Mir egal, solange er für seine Drinks bezahlt, kann er von mir aus hier bleiben, bis diese verdammte Bombe das ganze Zentrum ins Jenseits befördert. Und James, Walt 101. Ich frage mich, warum der solche komischen Texte aufschreibt. Warum notiert er sowas über diesen Mr. Burke? Dann schreibt er noch so, ja, mir egal, solange er seine Getränke zahlt, bla bla bla, liebes Tagebuch. So, James, jetzt wird's interessant. So kam aus heiterem Himmel James zurück nach Megaton. Weil er ja schon früher einmal bei mir war, fragte er mich, wo zum Teufel er sich ein Bild der Lage machen und herausfinden könnte, was hier vor sich geht. Ich erzählte ihn von Galaxy News Radio in den Ruinen von Washington D.C. und diesem Kerl, Three Dog. Dann verschwand er wieder, so plötzlich wie er gekommen war. Ich kann mich noch an das erste Mal erinnern, als er hier war, vor fast 20 Jahren. Ich konnte es nicht fassen, dass jemand aus freien Stücken in eine Vault hinein will. Aber er wird wohl seine Gründe gehabt haben. Er kam mit einem kleinen Kind, einem dieser Babys. Die nicht eine Minute lang den Rand halten können. Normalerweise hätte ich so jemanden sofort wieder rausgeschmissen, aber irgendwie war er einfach so wortgewandt. Dann verzog er sich plötzlich in Vault 101 und tauchte fast 20 Jahre lang nicht mehr auf. Netter Kerl, aber ein bisschen zu geizig mit seinen Kronkorken. Okay, die Informationen, die wir brauchten, haben wir. Rechnungen. Jericho, 32 Kronkorken, gottverdammter Schnorrer. Doc Church, 14 Kronkorken. Nathan, 8. Stockholm, 8.
Blödes Radio. Okay, jetzt leise. Na los. Verdammtes Radio. Moment. Gib's ab. Ist das... Schau mich nicht so an. Verdammt. Ich habe Informationen, aber die gibt's nicht umsonst. Hä? Willkommen in Moriarty's Saloon. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt einfach wieder. Okay, cool. Ich würde sagen, das haben wir. Ich würde jetzt echt so gern noch mit ihm reden und ihm das unter die Nase reiben. Das ist wahrscheinlich eine tödliche Idee. Aber ich könnte es ja vielleicht so ein bisschen anspielen. Vielleicht geht's wirklich. Ich bin gespannt, ob es Dialogoptionen gibt. Vielleicht kann ich sowas sagen wie, naja, ich werde dann mal so zum Radiosender Galaxy News Radio gehen. Vielleicht erfahre ich ja da was über meinen Vater. Und dann sagt er so, what? Wie, also ich meine, also ich glaube, dass er einfach, und dann sage ich so, mal schauen, ich speichere mal kurz. Nicht, dass ich was Falsches sage und er sagt, Moment mal, diese Information kannst du nur von meinem Rechner runtergelesen haben, du Schuft. Bam, bam. Das wäre auch nicht so gut. Öffnen wir die Tür, gehen wir in den Saloon und sagen Hallo. Servus, für gut und auf Wiedersehen. Die Musi ist leider jetzt aus. Hey, hier waren wir eh noch gar nicht. Nick Valentine! What? Nee, Quatsch, stimmt ja gar nicht. Hallo. Gerade als ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, freut mich wirklich, Sie kennenzulernen. Ich bin Mr. Burke. Und Sie? Naja, Sie sind kein Bewohner dieser fauligen Jauchegrube. Das lässt Ihren Marktwert steigen. Ach so? Verstehen Sie nicht. Sie sind eine Art Freiberufler. Sie haben hier keine Wurzeln, kein Interesse an der Siedlung. Megaton bedeutet Ihnen gar nichts. Ich vertrete bestimmte Interessengruppen. Und diese Interessengruppen sehen diese Stadt Megaton als Pestbeule in der urbanen Landschaft. Wenn diese Siedlung weg wäre, würde das wirklich jemanden stören? Uns beide doch wohl nicht. Moment, Sie haben vor, die Stadt zu zerstören? Nein, nein. Ich bin nur der Anwerber. Sie werden den ganzen Spaß haben. Die nicht detonierte Atombombe, die dieser Stadt ihren Namen gab, kann immer noch hochgehen. Man muss ihr nur einen kleinen Schubs geben. Ich habe eine Fusionsimpulsladung. Wenn sie an der Bombe angebracht ist, können Sie sie von einem sicheren Ort aus hochjagen. Leichtes Geld für Sie. Megaton steht unter meinem Schutz. Nee, ich mach's. Nee, machen wir nicht. Ich hätte das Ding gern und würde es dann bei Myra verkaufen. Das wäre doch gut. Okay, ich will 500 Kronkorken extra. Und zwar im Voraus. Das war alles? Das beeindruckt mich leider gar nicht. Na gut, dann würde ich sagen, Mr. Burke, bei allen Ehren, Sie ticken nicht richtig. Und ich werde Ihnen nicht helfen. Das ist aber eine Enttäuschung. Wenn Sie Ihre Meinung noch ändern, das Angebot steht. Guten Tag. Ebenso, Mr. Burke, ebenso. Aber ich glaube, ich gehe nachher mal zum Sheriff und werde mal... Ist abgeschlossen. Und ja, ich kann das ungeheure Interesse sehr wohl sehen. Aha. Darf es ein Drink sein? Hier ist genau Gop. Der richtige Ort dafür. Gop, was geht? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche keinen Drink, aber lass uns reden. Hey, Glattaut, brauchen Sie was? Vielleicht ein Drink? Was anderes? Irgendwas? Irgendwas klingt gut. Davon nehme ich zwei, bitte.
Ach so, stimmt. Wisst ihr was? Wir kommen aus einer Vault. Und wir sind nicht sehr charismatisch. Ich glaube, verdammt, was bist du denn? Ist eine gute Ersatz. Würde ich eigentlich nicht sagen, aber wir sind ja, ne, wir haben keine Ahnung. Wir haben sowas noch nie gesehen. Haben Sie schon mal einen Ghoul gesehen? Ich weiß, was ein Ghoul ist und jetzt ab nach Texas, Zombie. Keine Ahnung, was soll das, eine Anspielung auf irgendwas sein oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich nichts gegen euch. Ja, das stimmt, aber nein, was ist ein Ghoul, ist die sinnvollste Antwort für unsere Figur. Ist ja auch ein Rollenspiel. Ich spiele immer gern so ein bisschen Rollen. Also nein, was ist ein Ghoul? Tja, nicht alle hatten die Gelegenheit, in eine gemütliche Wall zu kriechen, als die Bomben fielen. Einige von uns mussten hier draußen bleiben und haben eine volle Breitseite Hitze und Strahlung abbekommen. Jetzt sind wir wandelnde Leichen. Soweit ich sagen kann, altern wir langsamer als sie. Viel langsamer. Es gibt sogar ein paar Ghule, die schon während des Krieges lebten. Mit einem Gesicht wie Brahminfleisch behandeln die Leute einen natürlich nicht wirklich nett. Oh, ich würde gern sagen, ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Aber unser Charakter nicht, weil er böse ist, sondern weil sie einfach nur einfach nicht mit Leuten umgehen kann, wird wahrscheinlich sagen, das ist ziemlich widerlich. Du mich auch. Ist auch egal. Ich bin es gewohnt, wie scheiße behandelt zu werden. Nee, versteht es doch nicht falsch. Ich habe überhaupt kein Problem mit dir. Wie bist du hierher gekommen? Ich komme aus Underworld. Das ist eine coole Stadt in DC. Dahin bin ich aufgebrochen, um Abenteuer und Glück zu finden. So bin ich hier gelandet. Ich hänge hier fest. Colin sagt, dass ich erst gehen darf, wenn ich meine Schulden bezahlt habe. Außerdem berechnet er mir Kost und Logis. Wenn Sie jemals nach Underworld kommen, grüßen Sie Carol von mir. Was ist eigentlich Galaxy News Radio genau? Weil zufällig suche ich danach. Und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Mr. Moriarty sagt, dass wir den Sender eingeschaltet lassen können. Gutes Programm. Ich mag den DJ Three Dog und wie er beim guten Kampf hilft. Wenn ich mitmachen könnte, anstatt hier festzusitzen. Tschüss, Gob. Bis bald. Und nix für ungut. Hey. Ansehen ist gratis. Alles andere kostet was. Hallo, Nova. Hi, ich bin Nova. Neu in Megaton? Tu dir einen Gefallen und geh weiter. Einige wollten nur einen Tag bleiben und dann sind 5 Jahre draus geworden. Was hattest du über Radiosender gesagt? Hat sie irgendwas über Radiosender gesagt? Ich frage mal nach. Was hattest du über Radiosender gesagt? Irgendwann mal in deinem Leben. Irgendwas über Radiosender. Was? Ach, du meinst, warum Gorb auf das Radio eingeschlagen hat? Nun ja, hier in der Wüste gibt es 2 aktive Radiosender. Zum einen ist da der Radiosender der Enklave. Keine Ahnung, wer dahinter steckt, aber hört sich an wie eine aufgezeichnete Vorkriegssendung. Außerdem gibt's das Galaxy News Radio. Ein Typ namens Three Dog betreibt es irgendwo in DC. Aber seit kurzem ist das Signal nicht mehr da. Oh. Interessant. Dann auf Wiedersehen. Pass auf dich auf, Schatz. Okay. Na gut, ich glaube, dann haben wir hier auch mit den wichtigsten Leuten geredet. Warum sind wir gleich nochmal hier reingekommen? Ach ja, genau, ich wollte mit Moriarty reden. Hallo. Hallo, aber den finde ich hier nirgends. Naja, whatever. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr wieder... Gott schütze die USA und nichts anderes. Halt die Klappe. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es hat mich wieder mal gefreut. Ich hoffe, auch beim nächsten Mal seid ihr wieder mit am Start. Und dann geht alle weg jetzt. Lasst mich in Ruhe. Ich setze mich mal hier in Ruhe hin.
Leute, schaut gerne bitte bei Patreon vorbei. Da könnt ihr das Projekt Landsquid Birdrider mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen. Weniger als 1 Euro im Monat, dann seid ihr mit dabei. Erhaltet Zugriff auf exklusive Let's Play-Folgen nur für Patreons und einige andere nette kleine Bonis. Schaut es euch einfach mal an. Auf Discord können wir, ihr mit mir und die Community untereinander und jeder mit jedem chatten, jederzeit. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge dann. Tüdelü.